Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Seehofer zur Einwanderung. Medienberichten zufolge hat der Bundesinnenminister die Migration allzu wörtlich Mutter aller Probleme bezeichnet. Zudem habe er Verständnis für die Demonstranten in Sachsen gezeigt. Wenn sich Leute empörten, machen sie das noch lange nicht zu Nazis, so Seehofer. Anonyme Enthüllungen über Trump. Ein namentlich nicht genannter Beamter der US-Regierung behauptet in der New York Times, hochrangige Beamte würden gegen den Präsidenten arbeiten, um Schaden von den USA abzuwenden. Trump sprach auf Twitter von Verrat. Nord- und Südkorea planen Gipfeltreffen zur atomaren Abrüstung. In 2 Wochen wollen die Staatschefs in Pyongyang über praktische Maßnahmen diskutieren. Das gab der südkoreanische Sondergesandte Chung nach Gesprächen mit Machthaber Kim Jong-un bekannt. Commerzbank fliegte aus DAX. Wie die Deutsche Börse mitteilte, wird die Bank wegen ihres stark gesunkenen Börsenwertes vom 24. September an im kleineren MDAX gelistet. Neu aufgenommen in den DAX wird der Zahlungsdienstleister Wirecard. Schweres Erdbeben in Japan. Das Beben der Stärke 6,6 erschütterte die Insel Hokkaido. Mindestens 2 Menschen kamen ums Leben. Häuser stürzten ein, der Strom fiel aus. Rettungskräfte suchen nach möglichen Verschütteten. Das Wetter. Zunächst verbreitet Sonnenschein im Osten bis zum Abend. In der Westhälfte im Tagesverlauf Schauer und Gewitter mit Gefahr lokaler Unwetter. Höchstwerte von 18 bis 28 Grad.